Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin! Am 17. Juli 2019 wurden Sie zur Verteidigungsministerin ernannt. Sie haben damit etwas mehr als die Hälfte Ihrer ersten 100 Tage hinter sich. Sie genießen die sogenannte Schonfrist der 100 Tage noch. Und ich darf Ihnen versichern, wir werden auch darüber hinaus fair mit Ihnen umgehen. Wir versprechen Ihnen fairen Umgang. Wir erwarten aber auch fairen Umgang. Wir werden Sie nicht für etwas hinhängen, was in die Verantwortung Ihrer Vorgänger oder Ihrer Vorgängerin fällt. Sie haben Truppenbesuche gemacht, wie etwa im irakischen Erbil, wie etwa im jordanischen Al-Azraq. Das finde ich gut, weil Sie sich Kenntnisse vor Ort sozusagen im Einsatzraum verschaffen. Und Sie zeigen damit Solidarität mit den Soldaten, mit unseren deutschen Soldaten. Erlauben Sie mir den Einschub, ich gebrauche das generische Maskulinum. Die weiblichen Soldaten, die Soldatinnen, sind also mit umfasst und mit gemeint. Ich lehne es ab, die männliche, die weibliche und vielleicht auch noch die diverse Form zu gebrauchen, nur um mich vorsorglich vor dem Verdacht zu reinigen, ein männlicher Chauvinist zu sein. Wir sollten diese Form der Zeit- und Ressourcenvergeudung grundsätzlich unterlassen. Ich bin immer ein fröhlicher Mensch. Im Übrigen, glauben Sie mir bitte, ich schätze Frauen über alles. Und mir ist vollkommen klar, ohne Frauen ist alles nichts. Frau Kamm-Karrenbauer, als Saarländerin ist Ihnen eine natürliche und unbelastete Beziehung zu den Soldaten der Bundeswehr sozusagen in die Wiege gelegt. Die Luftlandebrigade 26 hatte den Sitz ihres Kommandos und mehrere Untergliederungen in Saarlouis. Und das liegt ganz in der Nähe Ihres Heimatortes Püttlingen. Dort haben Sie oft das sonore Brummen der Bundeswehr-Transallflugzeuge gehört, die Fallschirmjäger zu ihren Absetzplätzen in Düren und Ballern gebracht haben. Ballern nicht als Tätigkeit, sondern als Ortsbezeichnung. Auch ich war damals häufig Gastspringer bei dieser exzellenten Truppe. Mein Lohn, das goldene Springerabzeichen, 50 Sprünge. Mit diesem Exkurs kann nicht jeder von sich sagen. Mit diesem Exkurs, Frau Ministerin, möchte ich vor allem um eines bitten. Sehen Sie Ihre neue Aufgabe nicht als Karriereschritt, nicht als eine Herausforderung an Ihr Organisationstalent. Wenden Sie sich den Soldaten so zu, dass diese spüren, unserer neuen Ministerin sind wir als Menschen wichtig. Sie kümmert sich um uns und unsere Belange. Sie hat das Zeug, so wie Georg Leber einmal Vater der Soldaten genannt wurde, als Mutter der Soldaten in die Annalen einzugehen. Mein Kamerad und Kollege Rüdiger Lukassen hat Wegweisendes zum Verteidigungshaushalt gesagt. Das möchte ich nicht wiederholen. Allerdings hat er klar herausgestellt, dass die Soldaten vorzüglich sind. Die Ausrüstung, was Sie jetzt immer wieder vermischen, die Ausrüstung ist das, woran es mangelt. Ich möchte herausstellen, wir als AfD-Fraktion mit den relativ meisten Ex-Soldaten warnen eindringlich vor Auslandseinsätzen, und da komme ich auch noch mal auf Sie zurück, die nicht dem deutschen Interesse dienen. Der bereits seit 2002 laufende Afghanistan-Einsatz mit seinen gefallenen deutschen Soldaten und seinen Milliardenkosten gehört dazu. Wenn die US-Soldaten abziehen, bleibt auch für die Bundeswehr nur eins: ein zügiger, geordneter Rückzug.
Ich verweise auf unseren AfD-Antrag vom Februar. Leider. Frau Ministerin, Sie haben herausgestellt, das 2%-Versprechen gegenüber der NATO dürfe keine Lehrformel sein. Weiter haben Sie das Ziel gesetzt, unsere Bundeswehr sichtbarer zu machen. In beidem haben Sie unsere Stützung. Mein Vorschlag geht in diese Richtung. Fast alle Staaten dieser Welt feiern ihren Nationalfeiertag mit einer Militärparade. Für mich ist eine solche Militärparade ein Normalitätsgradmesser. Die Vorbehalte aus der deutschen Geschichte haben wir durch 70 Jahre gelebte Demokratie überwunden. Und gerade wenn die Bundeswehr sich nach dem neuesten Traditionserlass nicht im geschichtlichen Erbe von Vorgängerarmeen sieht, hat sie allen Grund für einen unbelasteten Umgang mit dieser feierlichen militärischen Tradition. Ich freue mich auf die erste Parade der Bundeswehr in der Hauptstadt Berlin.